Glückspiraten Segeltalk, der Podcast für Genusssegler. Von und mit den beiden Glückspiraten Babsi und Erik. Willkommen an Bord! Hallo Glückspirat, ja. Erstens kommt's anders und zweitens als man denkt. Als ich letzten Mittwoch nämlich zusammen mit Michael Wnuck das Interview für letzte Woche aufnehmen wollte, hat die Technik schon wieder gesponnen. Und wir wollen jetzt, was die Soundqualität angeht, keine Kompromisse mehr eingehen, damit du auch weiterhin unseren Podcast so gerne hörst wie bisher. Und deswegen haben wir gesagt, nee, also mit diesen Technikproblemen können wir den Podcast jetzt nicht aufnehmen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann müssen wir den jetzt eben verlegen, bis das Technikproblem eben gelöst ist. Ja, und nach kurzer Überlegung meinte Michael so, sag mal, wie spontan bist du denn? Und ja, ich habe so ein bisschen gestockt und meinte dann, was er denn meine. Und dann erzählt, dass er ja den darauffolgenden Sonntag einen Turn zusammen mit seinem neuen Schiffsjungen, dem Tobias, vorhat, um Tobias das Schiff mal unter Segeln zu zeigen und auch die Technik so ein bisschen besser noch zu erklären. Und ob ich nicht mitkommen wollte auf diesen Turn. Ich müsste halt nur sonntags um die Mittagszeit in Flensburg sein, um dann mit den beiden zusammen losfahren zu können. Naja, gut, habe ich gedacht, dann verlege ich einfach mal ein paar Termine und dann machen wir das. Und so kam jetzt ein gemeinsamer Turn zustande und zum großen Abschluss haben wir natürlich noch unser ursprünglich geplatztes Interview dann direkt in live aufnehmen können. Und also was ihr jetzt hört, ist entstanden an Bord der Marlin, der Sailing Yacht Marlin, die der Michael schon 35.000 Seemeilen durch die Weltmeere geführt hat. Und ja, wir sitzen zusammen im Decksalon der Marlin, sind gerade in Düvik in Dänemark und haben da Anker geworfen und genießen die Stille und führen jetzt eben einfach ein schönes Gespräch und Michael erzählt so ein bisschen was über sich und naja, seine Langfahrtgeschichte und wie es ihn so auf die Weltmeere gebracht hat und ja, wie seine Bücher entstanden sind. Mehr als ein Traum beschreibt dann die Reise mit der Iron Lady, der Vorgängerin der Marlin jetzt und ja, und er erzählt auch, wie er dann zur Marlin kam. Was für Schwierigkeiten es auf dem Weg gab. Also alles sehr spannend. Hör gerne rein und eine kleine Bitte an dich. Wenn dir gefällt, was du hier hörst und wenn dir vielleicht auch auffällt, dass wir an der Tonqualität schon ein bisschen was getan haben und dass wir an der Qualität alles in allem schon arbeiten und darauf bedacht sind, dass du ein möglichst gutes Hörerlebnis hast. Na, wenn dir das alles so gefällt, was du hörst, dann wären wir dir echt dankbar, wenn du so als kleine Gegenleistung für uns eine gute Bewertung bei iTunes hinterlassen würdest. Natürlich freuen wir uns immer über 5 Sterne und wir freuen uns noch mehr, wenn du uns vielleicht dazu schreibst bei iTunes, was dir so an unserem Podcast gefällt und warum du immer wieder gerne reinhörst. Das wäre toll und ja, jetzt bin ich einfach mal ruhig und lass den Michael reden. Viel Spaß! Ja, Glückspiraten heute das erste Mal per Video. Wir sind in Dänemark auf der Insel Als oder vor der Insel Als vor Anker mit der Marlin und bei mir ist der Michael Wnuck, der stolze Besitzer der Marlin. Hallo Michael. Hallo Erik. Hi. Ja, nachdem unser erster Interviewversuch über dieses Internet irgendwie ein bisschen gescheitert ist, an der Technik von unserer Seite natürlich, hat Michael gefragt, wie spontan bist du denn eigentlich? Und da habe ich mich herausgefordert gefühlt und dachte mir, jetzt fahre ich mal zu Michael und komm auf sein Boot und dann machen wir dieses Interview einfach live und in Farbe. Und ja, jetzt bin ich hier. Michael, für die wenigen, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal kurz, wer du bist und was dich mit dem Segeln verbindet. Ja, also ich bin 2000, im August 2000 haben wir die Leinen durchgeschnitten in Makkum in Holland und haben dann unsere Weltumsegelung gestartet. Mit 600 Meilen Segelerfahrung und einem ja, schon betagten, damals 14 Jahre alten Stahlboot, der Iron Lady. Und ja,
haben eigentlich vorgehabt, 3 Jahre zu segeln und sind dann insgesamt auf der ersten Reise 7 Jahre unterwegs gewesen auf der Barfußroute, sind bis Südafrika gekommen und auf der Reise sind 2 Kinder entstanden. Die Maya, die ist in Malaysia geboren und die Lena, die ist in Südafrika geboren. Ja, das war so der Anfang. Ich sag mal einfach Anfang. Daraus ist ein Buch entstanden, Mehr als ein Traum. Das war ein guter Bestseller oder ist immer noch ein Bestseller, läuft immer noch heute. Und danach haben wir Pause gemacht, weil uns das Geld ausgegangen ist und wir sind in die Zivilisation geflüchtet für eine Zeit. Und ja, mich hat es dann nicht so lange gehalten, nur 1 Jahr, dann war ich schon wieder unterwegs. Erst auf einem anderen Schiff, dann mit der Iron Lady, mit Gästen. Mal ausprobiert, wie das so ist, mit Gästen zu segeln. Das hat mir gefallen. Und ja, und dann kam die Zeit, dass ich gesagt habe, so wenn nochmal los, dann jetzt nochmal los mit den Kindern, bevor die in die Schule müssen. Und habe Natalie überredet und sie ist dann nach Buenos Aires gekommen. Ich hatte das Schiff schon rübergebracht Richtung Rio, bin dann runtergesegelt, die südamerikanische Küste. Und ja, in Buenos Aires hat dann unsere 2. Reise gestartet. Die hat gestartet 2009 oder 10, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und dann kamen wir aus Buenos Aires raus und dann war die Frage nach links, nach Brasilien und dann nach Hause. Und durch die Karibik oder nach rechts und vielleicht doch nochmal zum Kap Horn. Ja, das hat so ein bisschen gereizt. Ja. Kap Horn hat gereizt, ja. Kap Horn reizt, ne? Ja, so allein jemand, schon der Name reizt. Ja, ne? Genau, für jemanden, der segeln kann und der sich damit anfreunden kann, ja. So, und bei uns war das so, die Karibik, aber sagen wir nicht die Karibik, die tropischen Gewässer waren natürlich super schön und ganz tolle Erfahrung. Kann uns auch keiner mehr wegnehmen, das ist das Schönste daran. Hunderte von Freunden gewonnen, die natürlich in alle Weltrichtungen wieder verschwunden sind. Ja, und dann sind wir, der Wind kam aus Norden und dann sind wir nach Süden gesegelt. Ja, ging nicht anders, ne? Ging nicht anders. Ja, und dann sind wir an der südamerikanischen Küste runtergesegelt und sind dann über die Staateninseln in den Beagle Channel rein, nach Ushuaia, nach Puerto Williams. Von Puerto Williams runter ans Kap Horn, haben die Kap Horn-Umrundung gemacht, sind auch kräftig eingeweht worden, haben dann 1 Woche gebraucht, um wieder wegzukommen. Und dann sind wir durch den Beagle-Kanal in die patagonischen Channels reingesegelt und dann 1500 Meilen, glaube ich, waren es, über fast 1,5 Monate Richtung Puerto Montt. Das ist in Chile der erste größere Hafen wieder. Mhm. Und da waren wir über Wochen, über drei Wochen waren wir eigentlich komplett alleine und haben keine Menschenseele gesehen. Ja. So war das. Jetzt nochmal kurz zu dieser Kap Horn-Episode. Du hast gesagt, ihr seid eingeweht worden. Was bedeutet das am Kap Horn? Ich meine, da gibt es massenweise Strömungen, da gibt es verschiedene Winde. Wo liegt jetzt die große Schwierigkeit? Eben genau da, dass du eben manchmal eben ungünstige Winde, ungünstige Welle hast? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ich habe da überhaupt keine Vorstellung von. Also die Kap Horn-Umrundung ist eigentlich, so wie wir sie gemacht haben, ist aus den patagonischen Channels raus. Also in Puerto Williams brauchen wir eine Genehmigung. Und die kriegt man auch nur für gewisse Channels, wie man die dann so nennt. Ist ja sehr verzweigt, wenn man das auf der Karte sieht. Das sieht ja aus wie auseinandergerissen alles. So. Ist eigentlich so ein bisschen wie so norwegische Fjords, so sehr zerklüftet, sehr steinig und immer ganz starker Westwind, ungebremst von, ich sag mal, Australien aus, Neuseeland, kommt das rüber. Wenn ich jetzt so sehe, wie wir jetzt hier segeln, wir segeln jetzt hier auf 54 Grad Nord. Patagonien ist auf, also Kap Horn ist auf 56 Grad Süd. Ja. Also eigentlich vom Klima ähnlich. Ähnlich, ja. Wir haben aber gemäßigtes Klima hier, weil natürlich die ganzen Landmassen dazu führen, dass wir nicht wie im Kap Horn die Tiefdruckgebiete, die dann reinkommen, direkt abkriegen. Mhm. Die Kap Horn-Umrundung selber hatten wir uns unspektakulärer vorgestellt. Wir sind also bei 25 Knoten raus. Und das ist ein Tagesturn und du kommst dann aus den patagonischen Kanälen dann da raus und segelst ums Kap Horn mit Rückenwind. Und das war am Anfang also auch
sehr angenehm und frisch der Wind halt auf. Und das ist halt typisch fürs Kap, nämlich dass die Winde sehr schnell kommen, die Systeme sehr schnell durchdrehen und schon extreme Winde auftauchen. So, und wir sind dann also ums Kap Horn rum und am Nachmittag, als wir dann wieder reingefahren sind in die schützende Bucht, wir konnten also das Kap selber gar nicht mehr anlegen. Da haben die auf dem Kap Horn oben auf der Messstation 70 Knoten Wind gehabt. Wow, okay. Ja, und das heißt also, wir sind dann so, ja, mit dem Einbrechen der Dunkelheit sind wir dann an den erstbesten Ankerplatz, der geschützt war. Mhm. Und da haben wir erstmal einen Tag verbracht und dann haben wir schon wieder ein neues Wettersystem sehen kommen. Und das sind dann die Wettersysteme, wo du auf der Wetterkarte keine Fähnchen mehr hast hinter den Windpfeilen, sondern Dreiecke. Und okay. Dreieck hast du halt dann mehr als bevor 8. Mhm. Und ja, und dann haben wir da einen Ankerplatz gesucht und gefunden. Und da waren wir dann, glaube ich, 3 oder 4 Tage und haben das abgewartet, dass dieses schlechte, also die Starkwind dann durchgeht. Ja. Ja, das war schon eine tolle Erfahrung. Das Kap Horn überhaupt zu sehen war eine tolle Erfahrung. Dieser Felsen, dieser magische Felsen. Das ist, da hat einfach eine Menge Geschichte schon stattgefunden, ne? Ja, immer eine Menge Geschichte und es ist toll, wenn man das selber mal schafft. Ja, das glaube ich. Darum zu segeln. Ja. Ist ja schon eine Ecke bis nach unten. Ja. Ja, ja, und wie ging es dann weiter? Nach Kap Horn haben wir dann die Clearance bekommen von der Armada da unten, die an die gibt. Man muss ja in jedem Hafen ein- und ausklarieren und haben dann diese, ja, ich sag mal, bis Puerto Natales, das war unser erster Hafen, den wir angelaufen haben. Da waren wir, glaube ich, 3 Wochen unterwegs und das war schon sehr anstrengend. Also man macht pro Tag in den Kanälen, weil es immer Gegenwind ist, also es ist nicht Segeln, das ist Motoren. Mhm. Motoren mit 3/4 groß Unterstützung oder 1/3 groß Unterstützung und da haben wir dann 5 Tage irgendwo in so einem Spinnennetz gehangen. Das war so eine ganz kleine Bucht, so ähnlich wie hier. Und hatten 2 Landleinen und eine Leine von den Fischern, die haben die so festgemacht. Und da hat es geweht die ganze Zeit, 25, 30 Knoten. Und ich bin jeden Tag auf die andere Seite von der Insel durch die Bewaldung, also durch dieses Moos durch. Da ist ja keine Wege oder so, auch keine Bäume, ne? Da wächst nichts mehr. Und dann immer so dann durchgerobbt und dann auf die andere Seite und geguckt, wie der Wind auf der anderen Seite ist von der Insel, wo wir raus wollten. Und habe mich dann so gegen den Wind gestellt und konnte quasi stehen, ohne umzufallen. Und jeden Tag gesagt, nee, da kommen wir nicht raus. Und ich glaube, wir haben da 4 Nächte gelegen, 3 oder 4 Nächte. Und dann haben wir irgendwann einfach gesagt, so, jetzt, wir müssen da jetzt mal raus, sonst kommen wir hier nie weg. Der Wind wurde nicht weniger. Mhm. Also es wurde einfach nicht weniger. Und Regen und Schnee und Eishagel und so weiter, aber man wartet da vergebens auf gutes Wetter. Und dann haben wir halt unter Vollgas und mit Segel sind wir dann da rausgefahren und das war schon grenzwertig. Also sowas habe ich danach eigentlich nie wieder erlebt. Und der nächste Stichpunkt, der mir dazu einfällt, ist Breknov. Das ist dann so das Land der Feen, der Elfen. Da wächst gar nichts mehr. Kommt so viel Wetter einfach zustande, dass alles so kahl ist und steinig und überall Tausende von Wasserfällen, wo das Wasser runterläuft. Und das klingt so ein bisschen wie Island. Ja, kann man sich vorstellen, aber vielleicht, also ich war noch nicht in Island, aber ich stelle es mir noch spektakulärer vor. Mhm. Also das war schon auch so mit Nebel und überall Tau und Moos und dann sind wir dann auch in so ganz kleine Anchorages rein und man segelt oder man fährt, man bewegt sich so jeden Tag so 30 bis 50 Meilen Maximum. Es gibt alle 15 Meilen gibt es eine Ankerbucht. Mhm. Es gibt einen Führer dazu, den 2 Italiener geschrieben haben, also ein italienisches Pärchen. Die haben wir auch kennengelernt. Und der hat uns natürlich viel geholfen. Und da ist also jeweils verzeichnet, wo man wie anliegen kann und so weiter und so fort. Ja, das hat geholfen. Und so braucht man halt, ne? Ja. Man braucht viel Diesel, viel Energie und ja. Es ist schweinekalt. Schweinekalt und und eng, ne? Also die Kanäle sind meistens so 2, 3 Meilen, teilweise auch kleiner. Und tief.
Das heißt also, man ankert also immer mit einem Buganker, dann fährt man mit dem Heck an Land und hat dann zwei Leinen, wie die auch hier auf der Marlin jetzt sind. Und da muss man mit dem Dinghy raus, mit dem Stechpaddel, das lohnt sich nicht, den Motor aufzubocken. Und dann an Land und dann musst du dann einen Baum finden oder einen Stein, irgendwas, wo du dich festmacht, weil du nie weißt, was für ein Wetter in der nächsten Nacht kommt. Hm. Ja, lieber doppelt sicher gelegt, ne? Doppelt sicher gelegt, ja. Ja, und über Patagonien könnte ich jetzt noch 2 Stunden was erzählen. Mhm. Ja, das habe ich schon oft gehört, dass Patagonien ein tolles Land sein soll. Ja, also es lohnt sich, ja. Ja, es lohnt sich wirklich. Mhm. Ja, wir haben halt auch das richtige Schiff dazu gehabt, die Iron Lady, die wir jetzt nicht mehr haben, aber ich denke mal, da kommen wir gleich noch dazu. Mhm. Und die Iron Lady hat das schon prima gemacht, also muss man wirklich sagen, wir hatten keinerlei Probleme, auch nicht mit dem Motor, hat alles prima hingemacht. Und Iron Lady war was für ein Schiff? Stahlschiff, ne? Ein Stahlschiff, 38 Fuß Fels und ja, und da wir ja keine Ahnung hatten von Schiffen, haben wir damals unser gesamtes Geld in dieses Schiff rein. Buxiert. Ja. Ja. Aber das war genau das richtige Schiff, um das zu machen. Auch mit 38 Fuß war es groß genug für uns als Familie. Und die Kinder reden heute immer noch davon, also von dieser Zeit, Patagonien oder überhaupt die ganze Zeit Südamerika, also die Umquerung von dem südamerikanischen Kontinent. Dann sind wir durch die Kanäle hochgefahren, hatten natürlich die ganze Zeit schlechtes Wetter, Regen, 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 Regen und hatten dann auch irgendwann irgendwie, also ziemlich. Irgendwann hast du keine Lust mehr, ja, ne? Weil du kommst halt auch nicht raus und wir hatten keine Dusche im Boot und kein heißes Wasser. Das heißt also, irgendwann möchtest du dann halt auch mal was anderes. Und dann hatten wir Glück, wir haben dann den Magellan-Channel überschritten, das ist dann wieder so eine Wettergrenze. Und haben dann zwar immer noch eine Woche Regen gehabt, aber dann haben wir ein Hochdruckgebiet erwischt, was sich dann in Chile festgesetzt hatte. Wir waren ja im Hochsommer dann da. Und dieses Hochdruckgebiet hat uns dann Patagonien mit Sonne gezeigt. Und das ist ein absoluter Traum. Ja, ja. Ich habe schon Bilder gesehen, auch von dir. Ja. Und ja. Ja, das Bildmaterial, das wir dazu haben, ist unglaublich. Das kann man gar nicht begreifen. Und wir waren natürlich da, wo du auch nicht hinkommst. Also es gibt keine Fähren, die da hinfahren. Kreuzfahrtschiffe fahren zwar zum Kap Horn inzwischen, aber in die patagonischen Channels, da fahren die nicht rein. Mhm. Ist auch zu unattraktiv für Touristen wahrscheinlich. Ja, weil es nur regnet, ne? Eben, ja. Das fängt dann eher oben in Puerto Montt an. Von da geht dann eine Fähre runter bis, mit Glück, bis Puerto Natales. Die fährt aber auch, nur nach Wetter. Ne? Das heißt, sie fährt nicht immer. Mhm. Ja. Ja. Jetzt kommt natürlich die Frage, würde ich dann nochmal hinfahren? Ja, ich glaube, ja. ich würde nochmal hinfahren, ja. Wenn ich nochmal könnte, ich würde das nochmal machen. Auf jeden Fall. Ja, in Puerto Natales beginnt dann, also endet eigentlich so die Zeit mit der Iron Lady. Und zwar bin ich hingegangen, ich bin ein Grafiker. Also in meinem ersten Leben habe ich eine Werbeagentur gehabt. Das heißt also, ich konnte oder ich kann immer noch ein paar Bildchen schön zusammenstellen, Text schreiben. Hab dann so ein A3-Plakat gemacht und wir sind dann in eine Marina gegangen, weil wir an dem Iron Lady halt schon einige Schweißarbeiten wieder hatten. Wir hatten also schon Probleme mit Rost, von innen vor allen Dingen. Und dann haben wir das Schiff aufgebockt, also in der Marina, in der kleinen Marina in Puerto Montt. Und dann habe ich vorne bei dem Eingangspförtner und in der Marina 2, 3 von diesen Plakaten aufgehangen, einschweißen lassen. Und habe gesagt, so, wir verkaufen jetzt dieses Schiff. Ja. Einfach so, oder? Ich habe vorher einen Franzosen kennengelernt, der hatte gerade sein Schiff verkauft zu einem sehr, sehr guten Preis für das Verhältnis. Also so ein Stahlboot, zu dem Zeitpunkt 27 Jahre alt, das hat natürlich nicht so einen hohen Preis. Und, und ich glaube, wir müssen jetzt gleich mal eben einen Cut machen. Ach, das ist nur authentisch. Ja, ist authentisch. Okay, da kommen gerade zwei, wie heißen die? Jetskis, ja. Ja, die lieben wir ja, ne? Überall. Super, ja. Ja. Jetzt fahren sie noch einmal ums Boot rum und sagen, ach, genau. Guck mal, wie toll die wackelt. Jawohl, die hier wackelt nicht so arg, ne? Nee, die Marlin, die wackelt nicht so arg.
Ist schon vorbei. Ja, okay. Also, warum Pour de Monchi verkaufen? Also dieser Franzose, der hat mir dann, also ich habe die kennengelernt, die sind gerade rausgegangen zu Fuß, wollten ein Taxi nehmen. Ich kam mit dem Auto, wir hatten uns ein Auto gekauft und habe die dann mitgenommen in die Stadt und dann sagten, ey, komm doch mit, gehen was essen, wir feiern, wir trinken Wein, wir essen Fleisch und beim Grill und ja, beim Jeremy. Und dann hat er mir das erzählt und die haben das gefeiert, dass sie das Schiff verkauft haben. Naja, und ich habe halt, da unten fahren viele Franzosen rum und die Franzosen, die haben alle Aluminiumboote, alle. Mhm. Alle große Aluminiumboote. Und irgendwie war ich, ja, neidisch, wollte ich auch haben. Okay. So wie andere Leute im Moment halt unbedingt einen Cut haben wollen. Ne? Habe ich schon gehört, ja, gibt's ja. Verrückte, verrückt. Und da unten, da fahren halt keine Cuts rum. Sondern diese Aluminium-Einrümpfer und oftmals selbst gebaut, also One-Off und sehr, sehr stabil und so weiter. Und sowas hatte ich mir dann irgendwie in den Kopf gesetzt. Aber was willst du mit zwei Booten? Ja, klar. Der Gedankenansatz fing dann so an, dass ich erstmal gesagt habe, okay, wenn Boot neu, dann erstmal verkaufen. Also neu war eh nicht drin. Aluminium-Boot neu kann sich ja kein Mensch leisten. Und also diesen Traum hatte ich und ja, und dann habe ich gerade alles zugeschweißt gehabt. Also ich habe die Fehlstellen an René die alle raus und durch die ganzen Jahre mit Stahlbooten konnte ich dann halt auch, ja, ich denke mal, recht gut schweißen oder kann recht gut schweißen und dann habe ich das alles wieder zugeschweißt und hatte gratis Vorstrichfarbe wieder drauf, Anti-Fouling und just in dem Moment kommt dann so ein kleiner Chilene, steht unterm Schiff, guckt sich die an und sagt, ach, wie schön. Ist die schön. Da dachte ich, oh, der kauft die. Habe ich mir so gedacht. Mhm. Dann ist er aber wieder gegangen. Und naja, okay. Es gab auch noch ein paar andere Interessenten, die sich für das Schiff interessiert haben. Das liegt einfach daran, dass sie unten eigentlich nicht so wie in Deutschland oder Europa einen Schiffüberschuss haben, sondern wirklich keine Schiffe haben. Vor allen Dingen keine Stahlschiffe, also stabile Schiffe. Und der tauchte dann wieder auf. Ich sag mal eine Woche oder zwei Wochen später und knockte dann wieder an. Ich war gar nicht da und ich glaube, das hat er sogar gewollt, dass ich nicht da bin. Und dann kam Nathalie raus, die hat, glaube ich, da vorne irgendwie Dämmplatten oder so verlegt, hatte auch einen Blaumann an und stand oben auf dem Heck und guckte so runter und sagte, ja, bitte. Und er so, ja, ich habe gehört, das Schiff ist zu verkaufen. Und dann sagte Nathalie nur so, Nee, das Schiff ist nicht zu verkaufen. Er stockte und sie sagte dann zu ihm, mein Mann will das Schiff verkaufen, ich nicht. Ja, und das hat ihn dann wohl total kirre gemacht, wie das denn nun sein kann. Und dann wollte er sich das halt angucken und dann hat Nathalie gesagt, ja, komm hoch, kannst du dir angucken. Und es war ein Chaos. Das gesamte Vorschiff war entkernt quasi. Okay. Und wir haben zu dem Zeitpunkt schon uns ein Haus gemietet auf einer Insel, weil wir auf dem Schiff nicht mehr leben konnten. Weil wir da von innen so viel Rost weggemacht haben und dann die Isolierung neu gemacht haben. Und aber das hat ihn nicht gehindert, ne? Also es hat ihn definitiv nicht gehindert. Hat das Potenzial gesehen von dem Schiff, ne? Genau. Ja. So, und dann hatte ich Geburtstag, das weiß ich noch, das war an meinem Geburtstag am 29. November. Wir sind dann hingekommen und hat dann endgültig zugeschlagen. Und haben uns auf den Preis geeinigt für ein 27 Jahre altes Stahlschiff, das zwei Weltumsegelungen hinter sich hat. Und dann für 85.000 Euro, das war ein guter Deal. Okay. Ne? Man fragt mich ja immer so, warum hast du das gemacht? Dagegen konnte ich nicht Nein sagen. Also die Iron Lady hatte zu dem Zeitpunkt einen Wert in Deutschland, wenn wir mit dem Schiff nach Europa gefahren wären, vielleicht von 15.000, 20.000 Maximum. Das war halt der Markt dort, der das einfach hergegeben hat. Der Markt ist im Keller und für ein Stahlschiff so und so. Ja, oder der Markt dort hat einfach diesen Preis damals hergegeben. Ja, ja. Ja, aber auch das Schiff, auch die Historie des Schiffs und ich glaube, für ihn war auch sehr wichtig, dass wir als Familie schon gesegelt sind damit rum und ich glaube, er sitzt halt jetzt immer, das Schiff ist quasi ein Museum jetzt geworden. Er will natürlich damit nach Neuseeland segeln, aber das wird er niemals machen, weil er eigentlich, fehlt auch der Partner dazu. Die Familie will gar nicht segeln. Mhm. Das heißt, er segelt da im Golf von in Chile, von Puerto Montt, er segelt da mal am Wochenende rum, mal in die Kanäle rein, was auch richtig ist, was die
Arne, die auch kann und so weiter. Das ist gar kein schlechtes Schiff. Aber eine dritte Weltumsegelung würde ich mit ihr nicht machen. Mhm. Ja, also das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht sind auch meine Ansprüche an Segeln gestiegen. So, und dann waren wir halt plötzlich ohne Schiff. Wir haben ein Haus gehabt. So ein Holzhaus auf einer kleinen Insel, ohne Autos. Wunderschön, mit einem Kamin. Und vor dem Kamin ein Sofa. Und dann habe ich dann mit dem iPad da gesessen und habe ein Schiff gesucht. Und gesucht und gesucht und gesucht. Das ging einen ganzen Monat lang. Und haben natürlich, also alles das, was wir haben wollen, war natürlich viel zu teuer, exorbitant. Mhm. Ne? Also ich sag mal so Namen wie Alubat. Also ich hatte mir so eine Cigale ausgesucht, eine Cigale 18, wäre mein Traum gewesen. Ein Aluschiff von Alubat. Alubat kennt man ja, Ofni bauen die. Mhm. Und die sind ja sehr begehrt, haben auch einen hohen Wiederverkaufswert. Und die bieten auch die Cigales an, aber die haben dann einen Tiefgang von 3,50 Meter, sind sehr schnell, sehr, sehr, ja, sehr mobile Boote. Und davon hatte ich ein paar gesehen, die haben mich begeistert. Und Nathalie hat nur gesagt, wenn du den Cigale kaufst, dann mache ich nicht mit. Man merkt schon, wir sind uns sehr einig gewesen, aber ja, das war immer schon so. Deshalb haben wir auch so lange gebraucht, weil wir uns nie entscheiden konnten, ob wir nur rechtsrum oder linksrum segeln wollen. Der Wind hat ja entschieden. Aber der Wind hat dann meistens entschieden. Und ja, dann sind wir also hingekommen und haben halt kein Schiff gefunden. Also ich hatte eine Cigale, die war aber auch schon 30 Jahre alt, hatte ich gefunden, die in mein Portfolio passte, finanzielles Portfolio und oder in unsers. Und Nathalie hat das gar nicht gepasst. Und da hat sich aber herausgestellt, dass das die Baunummer 0 war. Das heißt, das erste Boot, was Alubat hergestellt hat. Und dann habe ich mit Alubat telefoniert und wir haben gesagt, also wenn er das Schiff kauft, dann nimmt er aber bitte einen Gutachter mit. Mhm. Und dann war die aber nicht isoliert, ist nur im Mittelmeer gefahren. Also von daher fiel die dann unten raus, ne, weil ein unisoliertes Boot wollte ich nicht haben. Es sollte schon tauglich sein für die hohen Breiten. Und dann war das also Ex und ja, ich habe wieder kein Schiff gefunden. Dann hatten wir ein Schiff, eine 55 Fuß Aluschiff, das lag auch im Mittelmeer, die war isoliert, war super, ganz toll. Und da hatten wir, waren wir eigentlich quasi schon davor, also für mich ein Ticket, so als Vorhut ein Ticket zu kaufen, dass ich mir die angucke in Südfrankreich. Und dann hat sich aber im letzten Moment herausgestellt, dass sie überhaupt keine Stehhöhe hatte, sondern die hat sich ein relativ kleiner Franzose bauen lassen. War auch eine One-Off und die hatte eine Stehhöhe von 1,80. Ich bin 1,92. Passt nicht. Passt nicht. Ne, also mit Nackenschmerzen beim Segeln geht gar nicht. Also ich brauche auf jeden Fall Stehhöhe. Ja. Und dann war ich ziemlich frustriert und da ist meine Tochter Maya angekommen und hat gesagt, Papa, du machst das falsch. Du musst mal hier anders eingehen. Ein großes Schiff. Gib mal 20 Meter ein. Dann hat sie das iPad weggenommen, hat da 20 Meter in die Maske eingesetzt und hat den Preis auch hochgesetzt und hat auf Suchen gedrückt. Und dann kam die Marlin, also die jetzige Marlin, hieß natürlich anders. Und da war nur so ein ganz kleines Bild, also ein mini großes Bild, also nicht jetzt 50, 60 Bilder oder so, sondern wirklich nur ein ganz kleines Bild. Und eine ziemlich ellenlange Beschreibung, dass der Eigner halt krank geworden ist und sich dieses Schiff hat bauen lassen in Holland. Die Jetskis, ne? Da fahren sie hin, die Jetskis, ja. Da fahren sie. Tschüss. Die haben Gaudi, die zwei. Ja, die beiden haben Gaudi. Und, ich weiß nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Du hattest die beiden entdeckt. Genau. So, und die lag in Suriname. Der Eigner ist krank geworden. Und hat das Schiff, das haben sie natürlich am Anfang alles gar nicht verraten. Also es gab keine Marina da, eine Marina gibt es inzwischen da. Und Paramaribo, das ist die Hauptstadt von Suriname. Ich wusste gar nicht, wo Suriname ist, also vorher. Es liegt zwischen French Guiana und British Guiana, oberhalb von Brasilien. Und ist quasi so ein Teilfluss vom Amazon halt auch, ne, Amazonas. Ja. Ja, und dann hat die Maya zu mir gesagt, ich habe dann natürlich gesagt, Maya, der Preis, so viel Geld haben wir nicht. Und dann hat Maya gesagt, ja, du musst den einfach mal schreiben, du kannst ja schön E-Mail schreiben.
schreib denen einfach mal, was du hast und dass wir eine Familie sind und dass wir ja eigentlich seinen Traum weiterleben könnten, wenn er uns das Schiff für weniger Geld verkauft. Und dann schickst du noch ein Foto mit. Ich finde, sie ist sehr überzeugend. Ja, ne? Und dann sind wir hingegangen zur Iron Lady, haben uns unter die Iron Lady gestellt, haben den Marinehelfer da mobilisiert und haben gesagt, hier, mach mal ein Foto von uns, wie wir da drunter stehen, im Regen. Sieht noch ein bisschen trauriger aus. Sieht ein bisschen trauriger auch, oben das Schiff. Und dann haben wir speziell dieses Foto gemacht, das haben wir dann auch mitgeschickt. Ja, und 2 Tage später passierte ein Wunder. Der Broker, den der Eigentümer da beauftragt hatte, der hat uns geschrieben und sie würden sich gerne mit ihr unterhalten. Und dann haben wir E-Mail-Verkehr gehabt und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir mir das Schiff angucken, dann möchte ich gerne ein Vorkaufsrecht haben, schriftlich. Mhm. Damit ich da nicht umsonst hinreise. Und dann sagt er mir, ja, das ist gerade einer gewesen, der hat das Schiff gekauft. Ne, sowas kennt man ja. Mhm. Und das hat er mir dann auch gegeben, schriftlich, dieses Vorkaufsrecht mit Kopie vom Pass und so weiter und so fort. Also war richtig okay. Und dann habe ich mich auf die Reise gemacht. 3 Tage lang war ich unterwegs, so 2,5 Tage. Von Sao Paulo und was weiß ich, also über die ganzen Flughäfen, Santiago de Chile, immer Couchsurfing gemacht unterwegs. Und irgendwann bin ich dann da angekommen. Es war vor allen Dingen heiß. Ich kam ja gerade aus Chile. Und also es war heiß, so tropisch und es war feucht und Regen und also nachmittags dieser Regen halt und die Frösche quakten und ja, vollkommen andere Welt. Und dann bin ich da angekommen und der Broker ist extra aus Amsterdam gekommen. Das war auch sehr gut, weil also mit dem Eigner, mit einem Finne, mit dem war ich überhaupt nicht grün. Also ich habe mich mit dem gar nicht verstanden, das ging gar nicht. Und aber der Broker, der Robin, der hat das wirklich auf die Reihe gekriegt, uns zusammenzubringen. Und das mit dem Preis hatte er vorher schon geregelt. Und naja, das Schiff war 6 Jahre lang in dem Fluss verteut, unter Mooring. Und erst da angekommen, das Schiff hat nur eine Atlantiküberquerung gemacht, also von Finnland bis nach Südamerika. Hatte also auf dem Tacho vom Janmar hat es 500 Stunden oder 600 Stunden gehabt und gesegelt ist es 6000 Meilen. Gebaut 2006 bis 2008 von Folmers, einer sehr bekannten Werft in Holland, eine sehr gute Werft, die sehr gute Boote bauen. Ich habe mich dann natürlich auch informiert darüber, habe auch ein paar Informationen im Internet gefunden. Und ja, wir haben es 2013 dann gekauft. Dann ist er mit mir zu dem Schiff hingefahren. Das lag halt ja, so ähnlich wie wir jetzt hier liegen. Ne? Nur halt in einem Fluss, einem Süßwasserfluss. Also es lag auch nicht in der Marina, es war irgendwo in der Botanik. Mitten in der Botanik. Und es war von oben bis unten grün. Ja, wenn das lag 6 Jahre da und es hat kein Mensch angefasst. Nee, die hatten einen Bootsmann, also einen Holländer, der ist einmal die Woche ist aufs Schiff gegangen, hat den Motor gestartet. Mhm. Aber es war natürlich alles hinüber. Die Batterien waren hinüber, der Generator, ein kleiner Fischerpanda hat einen Kolbenfresser gehabt. Die Leitungen, die ganzen Kabel und so war da ziemlich kaputt. Dann hatte das ganze laufende Gut, das war komplett grün, das ging gar nicht. Hm. Die Segel waren jetzt nicht mehr angeschlagen, aber nachher habe ich erfahren, dass die 2 Jahre lang angeschlagen waren. Also die haben sich wirklich nicht um das Schiff gekümmert, die haben es vergammeln lassen. Ne? Und das war auch weiß, es hatte ganz schlimmen Namen, Stepala hieß es. Und was heißt das übersetzt? Ja, das ist so dieser Name, den man im Schiff gibt, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Stefanin, Patrick und Lima oder so. Also aus den 3 Vornamen von seinen Kindern halt. Und das lag dann da und hatte geschätzte 1125 Kakerlaken als Bewohner, die alle weghuschten, sobald du darauf gekommen bist. Eine Fledermaus war drauf. Im Mast war, das haben wir aber erst später erfahren, ein Bienenstock mit brasilianischen Killerbienen, die wirklich gefährlich sind. Und Wasser in der Bilge, Wasser unter dem Motor.
Wir haben das zwar vorher sauber gemacht, also versucht sauber zu machen, aber du hast es halt gesehen, ne? Ja, es klingt nach einem optimalen Schiff eigentlich. Nee, also normalerweise würdest du nicht dein Geld da rein investieren. So, der Fluss war Piranha verseucht, also ich konnte nicht tauchen. Ich konnte höchstens mal mit dem Dinghy hingehen und mal Armlänge drunter greifen, um zu gucken, was da ist. Und ich konnte also nicht feststellen, ob das jetzt von außen... ja, kaputt wäre. Ich hatte eine Woche eigentlich eingeplant, da zu sein. Und dann kam der Eigentümer zum Herrn und sagte, ja, gestern war ein Amerikaner da. Ich wusste es ja gleich. Ne? Mhm. Und der Amerikaner will das Schiff kaufen. Der hat mir ein Angebot gemacht. Und du hast jetzt das schriftliche Vorkaufsrecht. Du hast jetzt 24 Stunden Zeit, 48 Stunden Zeit, dich zu entscheiden. Ja. Ja, das waren natürlich tolle Neuigkeiten. So. Ja, und dann kann Taktik gewesen sein, aber auch nicht. Ne? Nee, es war keine Taktik. Der hatte wirklich einen. Es gab den anderen. Habe ich nachher erfahren. Ich habe den nicht kennengelernt, aber ich habe ihn nachher erfahren. Mhm. Und Ein optisch nicht ganz attraktives Schiff mit Kakerlaken drin, einer Fledermaus, liegt in einem Piranha-verseuchten Fluss und Michael will das jetzt kaufen. Ist das eine gute Idee? Wie das jetzt weitergeht, erfährst du im zweiten Teil vom Podcast, kannst du nächste Woche runterladen. Und wenn du jetzt noch 30 Sekunden Zeit hast, dann geh doch jetzt eben schnell rüber zu iTunes und gib uns eine Bewertung und schreib uns dazu, was du an unserem Podcast gut findest. Das wird uns nämlich unheimlich weiterhelfen, unseren Podcast auch noch weiter zu verbreiten und auch anderen Seglern zur Verfügung zu stellen. Das wäre ganz toll. Wir freuen uns drüber. Und wir hören uns wieder in einer Woche mit der zweiten Episode von dem Interview mit Michael Nuck und der spannenden Geschichte, wie es weitergeht mit der Marlin und was dann alles danach noch passiert ist. Bis dann, wir freuen uns drauf. Mach's gut. Tschüss. Toll, dass du auch heute wieder bei unserem Segeltalk mit an Bord warst. Alle Infos und Links zur heutigen Episode findest du auf www.glückspiraten.de. Hier entdeckst du auch viele weitere Tipps und Buchempfehlungen rund ums Genusssegeln, Reisen und das Leben auf dem Wasser.